Uns erreichen bereits die ersten Fragen und ich möchte eine Frage vorziehen, weil sie sehr häufig gestellt wird. Und nehme für diese Frage beispielsweise den Herrn Hermann Lorenz, der diese Frage eingereicht hat. Der Herr Lorenz möchte wissen, wann endlich die 10-H-Regel bei Windkraft fällt. Herr Ludwig, können Sie uns da weiterhelfen? Ist am Horizont absehbar oder erkennbar, wann die 10-H-Regel fällt? Und ich möchte noch eine weitere Frage in diesem Zusammenhang anschließen, weil sie auch sehr häufig gestellt wird. Ist der geringe Ausbau von Windkraft in Bayern tatsächlich, und zwar tatsächlich ausschließlich alleine der 10-H-Regel geschuldet? Herr Ludwig, bitte. Ja, gebe ich gerne Auskunft darüber. Ich fange vielleicht bei der letzten Frage an. Also wenn wir die bekannten Zahlen zum bundesweiten Windkraftausbau miteinander vergleichen, dann sehen wir, dass der Windkraftausbau natürlich auch in anderen Bundesländern lahmt, in denen es keine 10-H-Regelung gibt. Dennoch legen die Zahlen nahe, dass der drastische Einbruch in Bayern durch rigorose 10-H-Regelung mit verursacht wird. Und das hat natürlich auch eine unglaublich psychologische Wirkung auf die lokalen und regionalen politischen Entscheidungsträger, was einfach katastrophal aus meiner Sicht ist. Ich möchte aber nicht weiter in die Diskussion der Zahlen einsteigen, weil der Evaluierungsbericht dazu dem Staatsminister Aiwanger bereits im Sommer 2020, übrigens im Entwurf vorgelegt hat, noch immer bei der CSU auf Eis liegt und in verschlossener Schublade. Auch ein Beleg, dass in dieser Legislaturperiode die 10-H-Regelung nicht angefasst werden soll. Und wie schon erwähnt, wird es meiner Einschätzung nach in dieser Wahlperiode, solange diese Koalition besteht, seitens der CSU kein Abrücken von 10-H geben. Ich hatte ja schon von einigen Kompromissen gesprochen. In den Koalitionsverhandlungen 2018 war 10-H eine heilige Kuh der CSU und ist es heute noch. Ich muss aber auch deutlich dazu sagen, wir Freien Wähler, wir stehen zu unserem Wort im Koalitionsvertrag. Wir werden den weiteren Ausbau der Windkraft im Einvernehmen mit den Bürgerinnen und Bürgern und den Kommunen voranbringen. Dabei halten wir an der geltenden bayerischen Rechtslage auch fest. Und ich darf durchaus auch noch feststellen, Windkraft ist ja auch ohne 10-H durchaus möglich, nämlich im Rahmen der Bauleitplanung. Da setzen wir mit der Initiative Aufwind und den Windkümmerern an. Und ganz ehrlich, sollten wir bei der nächsten Wahl, bei einer zukünftigen Wahl mit ausreichend Stimmenpotenzial wieder ausgestattet sein, dann werden wir uns sicherlich anders im Koalitionsvertrag verhalten und sicherlich für die Aufhebung dieser Windkraftbremse uns stark machen. Aber momentan führt an 10-H kein Weg vorbei. Gut, Herr Ludwig, herzlichen Dank für den Ausblick über künftige politische Anforderungen aus dem Bereich der Energiewende. Aber vielleicht ganz kurz noch, haben Sie noch weitere Punkte, Themen, Schwerpunkte, denen Sie sich persönlich jetzt in der zweiten Hälfte dieser Legislaturperiode ganz besonders annehmen möchten und über die Sie heute unsere Zuhörer und Zuschauer informieren möchten? Ja, gerne. Ich mache das vielleicht im Schnelldurchlauf. Zentral, weil es schon angeklungen ist, ist natürlich weiterhin der Ausbau der erneuerbaren Energien. Den Zubau habe ich schon erwähnt und wir werden da mit aktuell 72% der Erreichung unserer Ausbauziele sicherlich bis 2020 mehr als die erforderlichen 3200 Megawatt-Peak Zubau erreichen. Wir wollen, auch da habe ich schon drüber gesprochen, natürlich beim schwierigen Thema Windkraft noch viel, viel mehr. Das ist das Kernthema in der Erweiterung, im Zubau. Instrumente wie Windkümmerer habe ich schon genannt. Für mich sind aber auch Projekte wie beispielsweise Windheizung 2.0 der richtige Weg, wo wir mit unseren beiden Staatsminister Aiwanger und Thorsten Glauber beweisen, dass Wirtschaft und Umwelt gemeinsam auch in Symbiose funktionieren können. Und gerade das Projekt WH 2.0 ist in Bayern entwickelt es unter der Federführung des Fraunhofer Instituts, das im Rahmen der BMWi Speicherinitiative mit 3,5 Millionen Euro gefördert wird. Neben innovativen Wärmespeichern werden auch neue Mess- und Regelsysteme sowie Marktmodelle entwickelt, die es ermöglichen sollen,
Strom gezielt zu den Zeiten hoher Wut- und PV-Einspeisung sowie freier Leitungskapazitäten zu beziehen. Und die Ergebnisse liefern dann, denke ich, wichtige Erkenntnisse für einen verträglichen Ausbau, zum Beispiel von Elektromobilität und Wärmepumpen und für notwendige Reformen des Strommarktes. Ich denke da hier explizit an die Kraft-Wärme-Kopplung, also Strom und Wärme gleichzeitig zu erzeugen. Ja, und nicht zu vergessen, die Energieeffizienz, die gleiche Kerbe Umwelt und Wirtschaft gemeinsam hier zu bewegen. Ein weiteres Thema, das weite Teile der konservativen Politik bisher gar nicht genug beobachtet haben, eigentlich unglaublich. Und speziell im Gebäudebereich werden unsere langjährigen Forderungen, die energetische Gebäudemodernisierung steuerlich zu fördern, endlich beschlossen. Auch im Gebäudeenergiegesetz, was ja seit 1.11.20 gilt, konnten wir weitgehend unsere bayerischen Positionen einbringen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Technologieoffenheit, Bezahlbarkeit des Wohnens. Und bei Unternehmen im gewerblichen Bereich ist die Energieeffizienz ebenfalls eine Langzeitaufgabe. Da haben wir allerdings unser Soll erst mit 20% erfüllt. Da muss noch mehr gehen. Da haben wir eine Zielmarke von 70-80%. Und ja, da wollen wir hin. Zudem stellen wir Fördergelder für Energieeinsparungskonzepte in Unternehmen zur Verfügung. Momentan betreuen wir hier 49 Unternehmen in Bayern. Und lassen Sie mich vielleicht abschließend noch sagen, jetzt im Jahr 2021 angekommen, stellen wir aus dem Landtag insgesamt 35 Millionen Euro über die verschiedenen Ansätze der Energieforschung zur Verfügung, um auch die Energieeffizienz, um auch die Energieeinsparung zu verbessern, verstärkte erneuerbare Energien zu nutzen und damit die CO2-Emissionen aus Bayern zu reduzieren. Ich glaube, Bayern muss wirtschaftlicher und umverträglicher werden und unabhängig von den herkömmlichen nicht erneuerbaren Energieträgern. Da gilt es natürlich auch, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Eine Frage, die immer wieder auftaucht. Aber ich denke, auch da sind wir gut aufgestellt, denn in unserer bisherigen Regierungszeit wurden bislang erst vor kurzem 4 Sicherheitskraftwerke mit insgesamt 1,2 Gigawatt Leistung in Bayern bezuschlagt. Damit können wir, glaube ich, eine zuverlässige Versorgung, Reservesicherheit gewährleisten. Herzlichen Dank. Herr Ludwig, ich merke, es sprudelt so aus Ihnen heraus und ich stelle auch fest, es wird dann sicherlich nicht langweilig in der zweiten Hälfte dieser Legislaturperiode und vielleicht müssen wir so eine Veranstaltung wiederholen, weil in diesem Zeitraum wir die ganzen vielen Themen vielleicht gar nicht unterbringen können. Somit bedanke ich mich mal ganz kurz, dass Sie meine Fragen beantwortet haben, möchte aber jetzt die Gelegenheit nutzen, wenn ich auf meinem Monitor sehe, sind inzwischen viele Fragen eingegangen, dass wir zumindest nur einen Teil dieser Fragen beantworten können. Meine erste Frage kommt von Herrn Gerhard Eiben. Mit dieser Frage möchte ich beginnen und denke, Herr Dr. Hofmeister, die adressiere ich an Sie. Herr Eiben möchte wissen, wie der Freistaat Bayern den zukünftigen Mangel an gesicherter Leistung bei der Stromproduktion begegnet. Ja, man kann das so beantworten, dass natürlich die Übertragungsnetzbetreiber, die 4 Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland, jährlich Systemanalysen vornehmen und daraus auch Verträge aus diesen Erkenntnissen heraus auch Verträge abschließen mit Netzreservekraftwerken und zusätzlich natürlich auch das vom Bayerischen Wirtschaftsministerium auch immer eng begleitete Versorgungssicherheitsmonitoring des Bundeswirtschaftsministeriums stattfindet. Es gibt weiterhin die Kapazitätsreserve und weitere Mechanismen und durch das Zusammenwirken all dieser Reservemechanismen ist sichergestellt, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet bleibt, auch wenn der Kohleausstieg und der Kernenergieausstieg in Bayern stattgefunden hat. Man muss allerdings sagen, dass dieses Zusammenwirken von Reservekraftwerken und sonstigen Mechanismen ökonomisch und vor allem auch ökologisch wenig effizient ist und deswegen auch keine Dauerlösung sein kann. Und deswegen setzt sich das Bayerische Wirtschaftsministerium nach wie vor, wie schon lange, auch für marktnähere systematische Investitionsanreize ein. Das bedeutet, dass man eben Kraftwerke dafür entlohnt, dass sie Erzeugungsleistung sozusagen zur Verfügung stellen, dass sie es bereitstellen.
damit dann auch in Zeiten, wo wenig eingespeist wird durch die erneuerbaren Energien, Strom gesichert zur Verfügung steht. Und damit zum Beispiel auch Gaskraftwerke in Bayern erhalten und vielleicht auch neu gebaut werden können. Gut, ich nehme es mal so mit, Herr Dr. Hofmeister. Wir müssen uns da keine großen Sorgen machen, was die Stromversorgung in Zukunft betrifft, aber es ist auch eine herausfordernde Aufgabe. So, dann stellt uns der Herr Lorenz eine weitere Frage zur Position der Freien Wähler zu den unnötigen Stromtrassen. Und die muss ich an Sie stellen, Herr Ludwig, wenn er die Frage schon an die Freien Wähler stellt. Also, er meint, die Stromtrassen wären unnötig. Ja, auch dazu muss ich Stellung nehmen, weil es mich fast unmittelbar betrifft, hier im nahegelegenen Fichtelgebirge in der Grenzlandregion. Vielleicht mal was Grundsätzliches. Die mit der Energiewende einhergehenden Veränderungen der Stromversorgung erfordern natürlich einen Ausbau der Übertragungsnetze. Bayern ist bereits heute und wird auch in Zukunft auf den Import und den Transport von Strom angewiesen sein. Es ist mir aber und auch der Freien Wähler Landtagsfraktion und dem Energieminister Aiwanger ein ganz wichtiges Anliegen, den jetzigen Netzausbau und auch den zukünftigen Bedarf an Übertragungsnetzen auf ein wirklich absolut notwendiges Minimum zu begrenzen. Und dieses Minimum ist auch erreichbar. Erreichbar, je mehr erneuerbare Energien zugebaut werden, je schneller, desto besser. Die Ermittlung des grundsätzlichen Bedarfs für eine neue Leitung und auch die Planung der konkreten Trassen müssen natürlich transparent und nachvollziehbar erfolgen. Und auch bei der Umsetzung müssen hier die Menschen, die Interessen der Bürger mit Berücksichtigung finden. Ich sage aber auch bei aller Deutlichkeit, dass die Planung der Trassen alleinig in Verantwortung und in der Hand der Bundesregierung liegt. Und nur durch den bisher schon massiven Einsatz von Hubert Aiwanger in Berlin konnten wir einige wertvolle Erfolge erzielen. Ich kann hier vielleicht mal Verkabelungsabschnitte für die Jura-Leitung, die Fulda-Main-Leitung, die Leitung Pirach-Pleinting, die schmale 520 kV Erdkabeltechnik für den Südlink bzw. den Südostlink und das Netzausbauvorhaben P44 von Altenfeld nach Grafenrheinfeld konnte komplett wegfallen. Vor allem durch den erwirkten Erdkabelvorrang durch Hubert Aiwanger für die Hochspannungsgleichstromleitung in HGÜ, also kann der Netzausbau, denke ich, in Bayern mit möglichst geringen Auswirkungen oder geringeren Auswirkungen auf das Landschaftsbild und somit etwas bürgerfreundlicher umgesetzt werden. Zusammenfassend aber auf diese Frage, einen kompletten Trassenausbau, Herr Lorenz, glaube ich, war es, einen kompletten Trassenausbau werden wir im Bund nicht verhindern können. Das ist das Erste. Aber einen unnötigen Netzausbau werden wir versuchen zu verhindern, wird es mit uns nicht geben. Ziel unserer dezentralen Energiepolitik ist es, den Ausbaubedarf zu senken. Etwaige Ausbaubedarfe herrschen dort, wo der Leitungsausbau die günstigste, die effizienteste, die zuverlässigste Lösung in unserem deutschen und europäischen Versorgungssystem ist. Etwaiger Leitungsbedarf muss aber, wie ich schon gesagt habe, transparent und nachvollziehbar mit den Menschen koordiniert werden, festgestellt werden. Sämtliche Planungsumsetzungsschritte haben hier demokratisch und gesetzlich legitimiert zu erfolgen. Und natürlich wissen wir, Herr Lorenz, aus der Praxis nicht nur schöne Worte, sondern dass dort, wo Trassen geplant sind, sich natürlich auch sofort oft herber Widerstand regt. Und prekär ist die Situation eben noch hier bei uns im nördlichen Franken, wo aktuell ja gegen die Trassen geklagt wird. Der Landkreis Wunsiedel hat das Bundesverwaltungsgericht angerufen. Die Klage wurde abgewiesen. Nun soll der Europäische Gerichtshof entscheiden. Und TenneT erklärt aber eindeutig nach wie vor, die gesetzliche, und das ist das Entscheidende, wo wir wenig dran ändern können, die gesetzliche Bedarfsgrundlage bleibt weiter bestehen. Die Notwendigkeit des Südostlinks und der Trassen wird eben im Bundesbedarfsplanungsgesetz 21 erneut bestätigt. Dafür ist der Bund verantwortlich und die Planungen bleiben leider unverändert, trotz der Intervention von uns aus Bayern.
vermutlich ein Thema für eine eigene Online-Veranstaltung. Herr Ludwig, und ich bitte vielleicht die folgenden Fragen, die beiden Herren, verzeihen Sie mir das, vielleicht ganz kurz zu beantworten, damit wir noch viele Fragen in unserer Sendung platzieren können. Es gibt eine Frage von Herrn Harald Losser, der möchte wissen, ob Sie, und ich gehe davon aus, dass Sie gemeint sind, Herr Dr. Hofmeister, ob Sie sich dafür einsetzen werden, den bürokratischen Aufwand für, in Anführungszeichen, kleine Photovoltaikanlagen deutlich zu reduzieren. Ja, vielen Dank. Also da kann ich dazu sagen, dass wir das schon getan haben. Also ich hatte das vorhin in meinem Überblick über das EEG kurz erwähnt. Bürokratischer Aufwand, so wie es uns dargestellt wurde, für die kleinen Photovoltaikanlagen bestand vor allem darin, dass man diese praktikable Anschlussregelung jetzt noch auf den Weg gebracht hat mit dem EEG 2021, dass es eine Einspeisevergütung gibt, und zwar in Höhe des Jahresmarktwerts abzüglich von den Vermarktungskosten, sodass die Betreiber ihre Anlagen weiter nutzen konnten. Und das zweite wichtige Anliegen war immer das Thema mit dem intelligenten Messsystem, dass man hier keine übermäßigen Kosten den kleinen Anlagenbetreibern auferlegt. Da hat sich eben auch die bayerische Haltung durchgesetzt am Ende. Es war ein harter Kampf, aber es ist gelungen, dass eben die Anschlussregelung, diese Anschlussvergütung nicht mit einer Verpflichtung zur Volleinspeisung bis zur Installation eines solchen Messsystems einhergeht. Also man kann Volleinspeiseanlagen und auch Eigenversorgungsanlagen weiterhin reibungslos weiter betreiben. Und ich denke, das ist da ein großer Erfolg für diese Anlagen. Dem kann ich Ihnen zustimmen. Wir bleiben ein bisschen auch bei PV. Interessante Frage erreicht uns von Herrn Werner Zauser. Lieber Herr Ludwig, richtigerweise stellt er fest, dass die Freien Wähler und die CSU die Ausgleichsflächen beim Bau von PV-Freiflächenanlagen wegfallen lassen wollen. Ihn, den Herrn Zauser, würde jetzt interessieren, wie weit die Sache inzwischen ausgearbeitet ist. Möchten Sie die Frage vielleicht für uns beantworten, Herr Ludwig? Ja, gerne, wobei ich denke, die Antwort ist eigentlich schon in meinem Eingangsstatement gegeben worden. Ich hatte ja schon erwähnt, PV-Freiflächenanlagen sollen künftig ohne zusätzliche Ausgleichsflächen zum Regelfall werden. Das heißt also, hochwertige PV-Anlagen gelten als flächen- und landschaftsschonend, sind somit Ausgleichsflächen in sich selbst. Dazu bieten sich übrigens unter den Modulen Arten-, Insekten- und naturschutzfreundliche bzw. gerechte Nutzungsmöglichkeiten an. Energieerzeugung einerseits, Arten- und Naturschutz darunter miteinander zu vereinen. Und ich habe ein aktuelles Schreiben von unserem Staatsminister, das suche ich geschwind mal her, Thorsten Glauber, der hier mitteilt, dass nach dem Landtagsbeschluss auch eine entsprechende Ausgestaltung einschlägiger bayerischer Fachvorgaben demnächst Rechnung getragen wird. Also das Ganze ist noch in Überarbeitung, wird aber in die Behandlung von Freiflächen PV eingearbeitet, in die Bau- und landesplanerische Behandlung. Und er schreibt hier, darf das mal zitieren wörtlich, für den Regelfall soll ohne zusätzlichen Ausgleichsbedarf, insbesondere durch eine ökologisch hochwertige Gestaltung und Pflege der Anlagenflächen und durch die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, eine angepasste Standortwahl und eine Einbindung in die Landschaft möglich werden. Herzlichen Dank, Herr Ludwig. Ich nehme jetzt die letzte Frage. Wir haben sehr, sehr viele Fragen. Ich komme dann zum Schluss noch hier kurz auf die Fragen ein. Aber den Bernhard Schulze nehmen wir noch mit, weil es vielleicht auch ganz interessant ist, gerade was Windkraft betrifft. Der Herr Bernhard Schulze merkt an, dass es ein anerkanntes kameragestütztes System zur Früherkennung von potenziellen Vogelschlägen bei Windkraft gibt. Und er möchte wissen, was Bayern diesbezüglich unternimmt. Und darf ich diese Frage an Sie richten, Herr Dr. Hofmeister? Und bitte um kurze Antwort. Ja, gerne. Also ein sehr technisches Thema, selbst im Vergleich zu dem, was ich sonst hier bisher so zum Besten gegeben habe, nochmal technischer und komplizierter. Also es wird der Einsatz von verschiedenen technischen Systemen zur Verminderung von Vogelkollisionen an Windenergieanlagen durch eine sogenannte bedarfsgerechte Betriebsregulierung intensiv diskutiert, schon seit einigen Jahren.
Es gibt jetzt ein Urteil vom Verwaltungsgerichtshof München vom 29. Also jetzt, es ist schon ein bisschen älter, vom 29. März 2016. Da ging es um den Einsatz des Systems DT-Bird. Und der Verwaltungsgerichtshof hat da keine taugliche Maßnahme gesehen, das Tötungsrisiko zu reduzieren. Nach Auffassung des Landesamts für Umwelt war dieses System noch nicht praxistauglich gewesen und deswegen soll es eben weitere Forschungen geben, um vermehrte Erkenntnisse hier zu gewinnen, um die Praxistauglichkeit dieser Systeme eben besser beurteilen zu können. Und deswegen laufen im Bundesgebiet mehrere Untersuchungen zu solchen Systemen, um die Leistungsfähigkeit dieser Systeme zu evaluieren. Die Detektionssysteme weisen unterschiedliche Technologiereifegrade auf. Es werden mehrere Systeme von mehreren Herstellern erprobt, auch Radarsysteme. Und insbesondere das System Identiflight war Gegenstand eines aktuellen Forschungsvorhabens im Rahmen der Naturschutzbegleitforschung mit einem virtuell implementierten Abschaltalgorithmus. In der Auswertung wird ausgeführt, dass einzelne Systeme bereits in der Lage sind, bestimmte Zielvogelarten, also jeder kennt ja den Rotmilan zum Beispiel oder auch den Seeadler, sicher und in entsprechender Entfernung zu identifizieren. Und das ist eben eine Voraussetzung dafür, dass solche Systeme dann auch am Ende in der Praxis tauglich sind. Das Landesamt für Umwelt sieht aber weitere Untersuchungen erforderlich, ob sich diese Erkennungsraten im Realbetrieb dann auch erreichen lassen. Und deswegen fordern beide Ministerien, also Umwelt- und Wirtschaftsministerium in Bayern, wir wollen im Rahmen eines Forschungsprojekts ein solches kamerabasiertes Abschaltsystem für Windenergieanlagen testen. Und da ist sowohl ein Offenlandstandort als auch ein Waldstandort in Prüfung, um diese artenschutzrechtlich konfliktträchtigen Standorte besser erschließen zu können. Denkt mir, dass wir die Frage vom Herrn Schutze beantwortet haben, aber der Herr Ludwig möchte dazu auch noch kurz sich äußern. Habe ja, ich richtig gesehen? Ja, gell? Ja, richtig. Vielen Dank, Herr Obermeier. Auch wenn Sie schon auf die Uhr schauen, ich denke, so viel Zeit sollte noch sein, wenn wir schon gerade über 10H gesprochen haben und über die Windkraft. Ein Thema, das mir wirklich noch sehr, sehr am Herzen liegt und ich könnte mir vorstellen, dass das auch viele unserer Gäste interessiert, das ist das Thema Repowering. Und zwar aus dem Grund, weil uns das sehr, sehr schnell in Kürze einholen wird. Sie wissen vielleicht, die ersten EEG-Anlagen laufen aus der Förderung und wir müssen uns um eine weitere Nutzung der Windstandorte kümmern. Die neuen Anlagen sind moderner, sind größer, sind leiser, sind leistungsfähiger, sind effizienter, können aber daher auch nicht überall nachgerüstet werden. Und somit gelten gleiche Maßstäbe wie für Neubauprojekte. Das heißt, diese Anlagen unterliegen der 10H-Regelung und das gesamte Genehmigungsverfahren muss also nochmal neu aufgerollt werden. Passt also der Standort nicht zu dieser 10H-Regel, dürfte die Windenergieanlage nicht ersetzt werden, selbst wenn sie Bestandsschutz hätte, außer man geht eben über diese Lösung, die ich schon angedacht hatte, über die Kommunen, über das Bauleitplanungsverfahren. Das heißt aber, viele Anlagen könnten nicht einfach repowered werden und somit auch nach Auslauf der EEG-Förderung weiter betrieben werden, weil sie eben wirtschaftlich nicht mehr tragfähig sind. Weitere Hindernisse stellen darüber hinaus strikte Umweltauflagen in Naturgebieten da, Bedenken wie Flächenfraß, Vogelsterben, Flugsicherung, Gesundheitsrisiken und so weiter. Das heißt, im Worst Case würden diese Anlagen zurückgebaut werden. In Bayern betrifft es rund 210 Windenergieanlagen. Und ich möchte schon betonen, auch hier wird eine weitere Auseinandersetzung mit unserem Koalitionspartner leider vorprogrammiert sein. Und deshalb würde ich auch da vielleicht, wenn Sie gestatten, den Herrn Dr. Hofmeister noch zu einer Einschätzung kurz zum Thema Repowering bitten. Ja, Herr Dr. Hofmeister, wenn wir es ganz kurz, wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen, tatsächlich ganz kurz noch Ihre Einschätzung. Es könnte jetzt sein, der Dr. Hofmeister hat zu Beginn unserer Sendung hat er mich informiert, dass im Wirtschaftsministerium, da wo er sitzt, hier ein Software-Update gefahren wird und es unter Umständen sein könnte, dass er aus dem Meeting sich verabschiedet. Ich vermute mal, das ist der Fall jetzt, aber
Wenn er wieder kommt, werden wir die Frage an ihn noch richten, Herr Ludwig. Aber wir kommen jetzt tatsächlich zum Schluss unserer Online-Veranstaltung. Und ich möchte mich bei Ihnen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ganz herzlich bedanken. Vor allen Dingen auch für die vielen Fragen. Und ich bitte um Verständnis und auch entschuldige mich auch, aber gleichzeitig, dass wir nicht alle Fragen beantworten konnten. Aber ich habe mich eingangs mit Herrn Ludwig unterhalten und er hat mir zugesichert, dass er alle gestellten Fragen als Anregung in seine politische Arbeit mit aufnehmen wird. Also die Fragen sind keinesfalls verloren. Ja, Herr Ludwig, jetzt bitte Sie tatsächlich um ein kurzes Abschlusswort und habe eine persönliche Frage an Sie. Stellen Sie sich vor, wir schreiben das Jahr 2030 und wir wären jetzt im April 2030 und ich würde Sie bitten, beschreiben Sie mir in kurzen Sätzen den Erfolg der Energiewende in Bayern. Was glauben Sie, würden Sie mir 2030 antworten? Ja, also die Antwort gebe ich Ihnen sehr gerne und gleich, möchte aber zunächst mal die Gelegenheit nutzen, nachdem Sie schon das Finale einleiten, auch zuvor nochmal den Ball zurückzuspielen und einen Dank meinerseits zurückspielen. Dank an Sie, lieber Herr Obermeier, für die bewährte, lebhafte, wie immer leidenschaftliche, emotionale Moderation. Und auch bei Dr. Hofmeister für die Teilnahme, für seine fundierten Erläuterungen und die wissenschaftliche Expertise. Ich möchte an dieser Stelle auch unseren Dr. Peter Miele nicht vergessen, der im Hintergrund agiert und für die fachlichen Inputs und für die Vorbereitung mit gesorgt hat. Mein Dank gilt aber vor Beantwortung Ihrer Frage auch ausdrücklich bei allen Teilnehmern dieser Runde für diesen doch sehr interessanten Austausch, für Ihr Interesse, Ihre Beiträge, die leider jetzt aus zeitlichen Gründen etwas kurz kommen, für die spannenden Fragen, die uns erreicht haben. Wir werden die gerne beantworten und danke natürlich auch für die Diskussion. Ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie konnten in diesen doch viel zu schnell vergangenen, in schon 70 Minuten, vor allem einen Mehrwert an Information für sich gewinnen. Wir konnten Sie hoffentlich auch ein Stück motivieren, aber auch Ihr Bekenntnis und die Identifikation mit und zu den erneuerbaren Energien schärfen. Ich glaube, dieser konstruktive und breite Gedankenaustausch hat aber auch eines gezeigt: Energiepolitik bleibt ein Vorauftrag. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Wir müssen gemeinsam noch viele Antworten auf die unterschiedlichsten Fragen finden. Und wesentliche Faktoren hatte ich schon genannt. Wichtig auf der Agenda mit Blick nach vorne ist für uns natürlich im Hinblick auf 2030, Herr Obermeier, die Versorgungssicherheit, die Versorgungsqualität, damit auch die Erhöhung des fluktuierenden Stroms, der Anteile aus den erneuerbaren Energien und der dezentralen Erzeugung mit regionaler Wertschöpfung, ausdrücklich regionale Wertschöpfung. Energiepreise als Fazit müssen am energiepolitischen Zieldreieck der Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit, Bezahlbarkeit ausgerichtet werden. Sektorenkopplungen mit Blick auf 2030 hatte ich genannt. Der massive Ausbau der Infrastruktur, Energie, Wärme und Mobilität zusammenzuführen. Besonderes Augenmerk richten wir natürlich auf die Investitionen und auch die Problematik hinsichtlich Strom- und Gasnetze. Und wie mehrfach heute sehr intensiv diskutiert, auf die neuen Technologien, Aufbau einer effizienten, grünen Wasserstoffwirtschaft. Wasserstoff ist Zukunft und in diesen Bereichen, glaube ich, braucht es noch eine weitere Initialzündung. Ich bin aber optimistisch und überzeugt, wir werden diese Energiewende gemeinschaftlich schaffen. Wir werden als Freie Wähler Landtagsfraktion ambitioniert und mit vollem Engagement uns einsetzen, auch weiterhin im Rahmen unserer parlamentarischen Möglichkeiten kämpfen. Wichtig ist für uns Freie Wähler, damit komme ich zum Schluss, der gesellschaftliche Konsens, die breite Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger als unverzichtbares Fundament für eine erfolgreiche, für eine bürgerverträgliche und auch sozialverträgliche Energiewende. Und auch das ist mir wichtig, was das EEG sagt: Klima und Konjunktur müssen verstärkt ein Paket werden. Dann, glaube ich, sind wir richtig für 2030. Ökologie, Ökonomie müssen wir zusammenbringen, eine Harmonisierung, eine Versöhnung von Wirtschaft und Klimaschutz, also Wirtschaftswachstum, gerade jetzt in der Pandemiephase. Es muss wieder vorwärts gehen und hier
im Einklang mit der Energiewende stehen, die Verschmelzung von Ökonomie und Ökologie. Wir setzen auf eine ganzheitliche, auf eine nachhaltige Gesamtstrategie, zukunftsfähiges Wirtschaftswachstum, ökologische Innovation, Technologieoffenheit, Digitalisierung, soziale Transformation. Damit werden wir Stabilität, Sicherheit und Wohlstand für Bayern und unsere Region schaffen. Klimaschutz ist für uns alle eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, ein Zukunftsschutz. Und ich glaube, das ist ein starkes Signal, mit dem wir unser Kernziel untermauern, nämlich spätestens 2050 klimaneutral zu sein, analog des Klimaschutzabkommens. Und ich bin überzeugt, bis 2030 sind wir als Zwischenstep auf einen sehr, sehr guten Weg. Mit dem Klimaschutzprogramm 2030 will die Bundes- und auch die bayerische Staatsregierung die Klimaziele nachhaltig und sozial ausgewogen erreichen. Gestern erst konkret nochmal dargelegt, 55% weniger Treibhausgase bis 2030 im Vergleich zum Jahr 1990. Und ich habe mich wirklich gefreut, dass dieses Ziel gestern sogar bei einem international ausgerichteten Online-Klimagipfel mit allen führenden Weltmächten als globaler Richtwert genannt wurde. Das stimmt mich optimistisch, dass diese Herausforderung nun nicht nur in Deutschland, sondern EU und auch weltweit, es waren ja die USA und China als Weltmächte mit am Tisch, mit besonderer Priorität erkannt wird. Das ist eine zuversichtliche Botschaft, meine Damen und Herren, lieber Gottfried Obermeier. Und damit sage ich nochmal herzlichen Dank für diesen Abend und wünsche Ihnen allen noch ein paar angenehme Stunden, hoffentlich mit fruchtbaren Inputs und Impulsen, die wir heute geben konnten. Vielen herzlichen Dank. Lieber Herr Ludwig, ich nehme das jetzt gerne als Schlusswort an. Bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Natürlich auch beim Herrn Dr. Hofmeister, den wir jetzt leider Gottes nicht mehr bei uns haben. Aber egal, ich werde ihn dann im Anschluss anrufen und meinen Dank zum Ausdruck bringen. Ganz besonders möchte ich mich aber bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanken für die Teilnahme einerseits, vor allen Dingen aber auch für die aktive Beteiligung. Ich sehe es hier links von mir, habe ich einen Bildschirm stehen, dass sehr, sehr viele Fragen eingegangen sind. Ich habe es angekündigt, verspreche Ihnen, wir lassen alle Ihre Fragen nicht irgendwo in den Papierkorb fallen, sondern wir nehmen diese Fragen in unsere politische Arbeit mit auf. Ja.